Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assetto Corsa. Heute gucken wir uns eine weitere Mod an, beziehungsweise eine Mod, die ich schon mal vorgestellt habe. Wir sind nämlich in Holland, in den Niederlanden und gucken uns dann die Förde an aus den 60er Jahren, aber diesmal die volle Version. Und dazu habe ich mir den 288 GTO geschnappt, der hier sehr schön dasteht und auch sehr schön klingt. Und vor allen Dingen unten so dieses, was ist das, Getriebedifferential, irgendwas lugt da hinten raus. Das können wir uns eigentlich auch mal im Detail anschauen. Na gut, da ist auf jeden Fall irgendwas. Könnte Getriebe sein, ich glaube schon, obwohl da die Antriebsachsen vielleicht rauskommen. Ich weiß es nicht. Technisch versiert, wie immer, steht das Ding hier auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön da. Wurde 1984 bis 1986 gebaut. Ich glaube insgesamt nur 272 Stück, weil Ferrari damit versucht hat, wieder in den Gruppe B Rallye-Sport einzutreten. Die Klasse wurde aber dann aufgelöst und dementsprechend gab es davon, ich glaube, nur 5 Evolutione-Rennwagen, die ziemlich wild aussehen. Könnt ihr euch mal auf Wikipedia angucken. Der letzte übrigens, der letzte GTO ging an Niki Lauda. Und wurde ihm für seine Verdienste, wurde ihm der geschenkt. Ziemlich geiles Teil auf jeden Fall. 2,9 Liter V8 Motor, Turbo aufgeladen. Und ja, wo der rauskam, der stärkste Ferrari und schnellste Ferrari, den Ferrari selber gebaut hat. Und ja, wir haben hier 400 PS. Ein Gewicht von, ich glaube, 1300 Kilo, habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt genau. Aber schön Klang auf jeden Fall. Klingt so ein bisschen nach F40. Aber klingt ein bisschen kratziger, ein bisschen schreiender, finde ich. Zumindest als der F40 hier im Spiel. Also man muss aber auch dazu sagen, der F40 hier im Spiel ist ja schon jetzt 3 Jahre alt oder so. Und da hatten die Jungs von Kunda Simulationi noch nicht so die gleiche Technik, einen Sound und ein Fahrzeug zu erstellen, wie sie die heute haben. Deswegen würde ein F40, wenn der heute in Assetto Corsa rauskommen würde, wohl auch nochmal anders klingen, als der, der jetzt gerade im Spiel ist. Aber guck doch mal! Diese schöne Strecke, Sandeförde, 60er Jahre Sandford in den Niederlanden. Und ja, das habe ich ja schon mal gezeigt als Gratis-Vorstellung im Livestream des Ferrari-Packs. Und das ist jetzt hier, also es gibt davon eine Gratis-Version und das ist jetzt hier die Pay-Mod-Version, die ich glaube 5 Euro kostet und vom Sergio gemacht wird. Und ja, die Pay-Version unterscheidet sich von der Gratis-Version dadurch, dass man hier die ganzen Objekte am Straßenrand hat. Man hat die Zuschauer und es sind wirklich verdammt viele Zuschauer. Müsst ihr gleich mal drauf achten, da werden noch Abschnitte kommen, wo halt ja, gefühlt 1000 Leute stehen. Das sieht richtig geil aus. Dann gibt es hier, ich glaube, ein bisschen mehr Vegetation und die Objekte am Streckenrand, die gibt es hier ebenfalls. Also Fahrzeuge, Mauern, Leitplanken, Banden, Werbetafeln und das ganze Gelöt, das gibt es nur in der Bezahlversion. Also die wirkliche Erfahrung gibt es nur in der Bezahlversion. In der Gratisversion gibt es aber schon diesen Streckenverlauf und auch die Berge und die Vegetation so ein bisschen. Und dementsprechend kann ich die auch schon sehr empfehlen, da, oh Gott, da steht halt bloß keiner rum. Das ist der einzige Nachteil und die ganzen Gebäude und solche Sachen, die sind dann nicht unbedingt da, aber es ist trotzdem eine vollwertige Modstrecke, die auch wirklich sehr, sehr schön zu fahren ist. Ich verlinke beides mal in der Beschreibung und wir geben einfach mal Gas. Ich habe das Getriebe so eingestellt, dass wir hier in der Evo-Einstellung sind. Normalerweise startet das Fahrzeug mit der US-Spec-Einstellung und dann dreht der 5. Gang bis über 400 km/h. Das ist deswegen so gemacht, weil man eigentlich den nur ja, in den Gängen 1 bis 4 fährt und der 5. Gang soll ein Spritspargang sein. Aber ich finde die Charakteristik schöner, wenn wir hier ein kürzer übersetztes Getriebe haben. Und das habe ich mir einfach mal zurecht geschummelt, weil in echt kannst du natürlich so Getriebe nicht einstellen, es sei denn, vielleicht du bist Niki Lauda und kriegst da so ein Ferrari geschenkt. Kann ich mir schon vorstellen. Okay, es ist realistisch. Habe ich die Wheelcam an? Ich glaube noch nicht. Das machen wir doch mal eben. Jawohl, da ist sie. Zack. Sehr schön und dann kann es weitergehen. Maus aus dem Bild. Ja, dann gucken wir uns mal diese schöne Strecke an. Es ist ein bisschen unrealistisch, mit diesem Fahrzeug auf dieser Strecke zu fahren, aber ich wollte jetzt nicht schon wieder den 250 GTO nehmen, obwohl der ein Update bekommen hat und jetzt ein bisschen ruhiger zu fahren ist, ein bisschen besser und schneller vor allen Dingen auch. Da gab es wohl einen Fehler in den Reifen, der sich da bei der Entwicklung eingeschlichen hat. Die waren eckig oder so. Nee, also man könnte hier natürlich auch sehr gut alte Formel 1 Ferrari nehmen oder eben den Lotus,
Den hatten wir aber gerade erst im Community-Rennen. Deswegen habe ich mich einfach mal für den 288 GTO entschieden, weil ich sehr Bock auf die Karre hatte. Weil ich nämlich schon immer gerne auch den F40 fahre. Und das hier so eine etwas ruhigere Version davon ist. Also der ist nicht so zickig, lässt sich leichter um die Strecke bewegen. Und der ist auch einfach nicht so schnell wie der F40. Und ich glaube, die Schnelligkeit, die der F40 so mitbringt, die macht den ja auch schon recht schwierig. Dementsprechend hier so ein bisschen diese zahmere Version, zahmere Variante vom F40 vielleicht. Lässt sich driften, lässt sich gut einlenken und um die Kurven schmeißen. Und dementsprechend macht der viel Laune. Wir haben normale Straßenreifen drauf, nicht die 90er Jahre Straßenreifen, sondern die aktuellen Straßenreifen. Und die passen ziemlich gut hier drauf, muss ich sagen. So, guckt aber mal hier, wie viele Leute hier rumstehen, auf rechts auf dem Berg. Sehr viele Zuschauer, die sich hier auf den holländischen Dünen verteilen. Super lecker. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, weil den Streckenverlauf habe ich nicht so tausendprozentig drauf. Ich weiß bloß, dass wir hier eigentlich recht schnell durchkommen und dann hier aber mal für den letzten Abschnitt ein bisschen bremsen müssen. Genau, hier für die Links- und die dann folgende Rechtskurve. Oh, scheiße! Alter, ist da an einer Stelle irgendwie was rutschiger? Weil sobald man darauf kommt, dann ist er direkt am Übersteuern. Das habe ich gerade echt überrascht. Das hat nicht so gut geklappt, aber wisst ihr, was gut klappt? Klappscheinwerfer! So, also das Layout von der Strecke ist nicht mehr mit der heutigen Sandfortstrecke zu vergleichen. Kurve 1, die kennen wir noch, das kann man noch so nachvollziehen. Das passt. Dann hier der Linksknick ist auch noch okay, obwohl er heutzutage vielleicht ein bisschen enger ist, obwohl das geht eigentlich, ne? Der Rechtsknick, den kennen wir ja auch. Und dann kommt hier nochmal die Linkskurve, die ebenfalls so ein bisschen reingezogen, angewinkelt ist. Das passt auch. Und dann geht es hier geradeaus über den Berg. Kleiner Rechtsschlenker, der ist auch noch mit drin. Linksschlenker kennen wir auch noch von der aktuellen Version. Ich glaube, da unterscheidet sich nur die letzte Hälfte so ein bisschen vom heutigen Layout. Wo dann hier zum Beispiel eine Schikane kommt und dann noch die doppelt geteilte Rechtskurve gegen Ende und so. Also es ist schon, der Charakter ist da, gerade im ersten Teil. Aber dann hat sich einfach das Layout geändert im Laufe der Zeit. Aber es ist auch hier ein sehr schöner Streckenverlauf, der schön flüssig, schön natürlich daherkommt. Und die Strecke macht wirklich Laune. Ich nutze den Good and Bad Weather Mod von Peter Böse. Link dazu auch in der Beschreibung. 240. Also der ist natürlich auch mit Vorsicht zu genießen. Der kann sehr, sehr spitz werden. Gerade wegen dem Mittelmotor und natürlich auch dem Turbo. Aber wie gesagt, deutlich smoother zu beherrschen und leichter auch wieder abzufangen und gerade zu stellen als der F40. So, aber jetzt guckt mal hier, wie viele Zuschauer hier rumstehen. Links alles voller Zuschauer, geradeaus der Berg alles voller Zuschauer. Also ich weiß nicht, wie viele es sind, aber es sind verdammt viele und es ist wirklich sehr, sehr atmosphärisch. Wird natürlich mehr Sinn machen, wenn mir die Leute hier nicht alleine beim Rumfahren zuschauen würden, sondern wenn hier gerade ein Rennen stattfindet. Aber das können wir natürlich immer noch mal machen.
Es ist auf jeden Fall eine sehr schön gemachte Strecke. Die Vegetation sieht klasse aus, die ist abwechslungsreich. Es ist nicht immer der gleiche Busch, sondern auch mal ein anderer Busch und auch mal anderes Gewächs und Gehölz und andere Bäume und so. Also da wurde wirklich viel, viel Liebe zum Detail reingesteckt. Klingt auch gut von außen, ne? Und schon wieder gedreht. Ne, geht sogar noch. Also der ist, des Driftens mächtig. Aber ich bin's nicht in dem Auto. Hier und da, klar, Quersteher ist okay, aber so wirklich, den von Kurve zu Kurve querzirkeln. Das kriege ich mit dem hier nicht so hin. Oh, etwas schnell. Ja, viel zu schnell. Ah, scheiße, Zaun, aua. Oh. Hallo. Okay, sind auch schön vintage-mäßig angezogen, also passen ja auch zeitlich gut in diese Epoche. Das Gras piekt ein bisschen durch die Autos, aber ich glaube, das ist normal. Limitation der Assetto Corsa Engine. Ja, Performance ist super. Also, muss ich auch nochmal sagen, da habe ich die gleiche Performance wie auf einer Kunos-Strecke. Dementsprechend gibt es da auch nichts zu meckern, nichts zu bemängeln. Soweit ich weiß, baut der Streckenmacher gerade schon an einer anderen Strecke. Also der will so ein Historic Pack irgendwann mal raushauen, sobald ich da richtig informiert bin. Das habe ich mal irgendwo gelesen. Nicht, dass ich da jetzt was Falsches sage. Oh, warum? Reifen heiß? Ah, scheiße. Oh. Naja, da hat er auf jeden Fall schon... Also der will Strecken und Fahrzeuge in einem Paket sozusagen releasen und da so ein ganzes Historic Ding draus machen. Und ich glaube, ein Open Wheeler ist da schon in Arbeit. Und eben jetzt auch eine andere Strecke, aber da will ich noch nicht zu viel verraten, weil ich da nicht so viel drüber weiß. Und bevor ich was falsch erzähle, lieber mal Klappe halten. Ich würde sagen, eine Runde machen wir noch. Und das Auto macht schon Laune. Ah, schade. Schade, schade. Ja, okay, jetzt haben wir genug von den 272 GTO zerstört. Ich würde sagen, wir machen die Wiederholung an und picken uns dann mal eine schöne Runde raus. Hier so vielleicht. Ich sage danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Ich drehe den Sound laut und klingt nicht aus. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Link zu allem natürlich in der Beschreibung. Runterladen, ausprobieren, Spaß haben und ja, ne? Schöner Drift. Haut rein. Tschüssi.